und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Sockenbuhl für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr einfach nur ein paar Socken. Ziel des Spiels ist es, der Zielsocke am nächsten zu kommen. Zu Beginn wird die Zielsocke, in dem Fall bei mir eine pinke Socke, durch einen Wurf platziert. Nun müsst ihr versuchen, mit euren anderen Socken, ich habe schwarze Socken, der Zielsocke so nah wie möglich durch einen Wurf zu kommen. Das Spiel eignet sich natürlich am besten, gegen eure Geschwister oder gegen eure Eltern zu spielen. Dort bekommt dann jeder zum Beispiel drei Socken und die werden dann abwechselnd einfach nacheinander geworfen. Wer dann am nächsten dran ist, hat gewonnen. Aber ihr könnt das natürlich auch sehr gut im Wohnzimmer oder im Flur spielen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.